Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sunken Land. Da. Hab ich doch richtig gehört. Ihr Schweine. Sie nämlich gerade. Boah, ich sehe euch nicht. Die Musik geändert, als ich Warum treffe ich den nicht? Nein. Hallo? Ist so dunkel. Ich kann ihn nicht erkennen. Monster. Unterscheiden sich hier kaum vom Untergrund. Wo? Oh. Ich sehe ihn nicht. Hä? Wo ist er denn? Da. Oh, es sind noch zwei. Tot? Ne. Oh! Ich habe mich gerade so auf die Nacht vorbereitet. Ich denke, oh, kannst du gleich schlafen. Dann hängst du die neue Folge an. Was haben wir hier? Okay, Wasser. Echt schlecht zu sehen. Das heißt, wir müssen hier. Es ist Tag 7, aber. Also kommen sie nicht alle 4 Tage. Hab ich hier drüben direkt einen erwischt gehabt? Scheint nicht. Ich habe jetzt auch meine Fackel nicht dabei. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal schlafen. Es wird auch kalt. Wir müssen echt hier Beleuchtung hinmachen dann. Ich sollte noch irgendwas essen. Trinken müsste noch reichen. Okay, dann essen wir da noch was. Dann würde ich mal gucken, wenn ich das trinke. Ne, der Becher ist dann weg. Okay. Ist ja alles noch Lernprozess hier. Das weg. Dazu. Wir sind aber auch keine. Hier unten muss ich auf jeden Fall für Feuer schaffen. Ich hab die. Gerade im Dunkeln konnte ich die nicht auseinanderhalten. Vom Untergrund. So, wir haben die Händlerware dabei. Nehmen den Speer in die Hand und dann über die Villa darüber. Wir müssen auch Fische jagen. Das können wir auf dem Rückweg machen, würde ich sagen. Also Richtung Villa und dann da drüben zu dem Ding, was ich denke, dass der Händler ist. Oder ein Händler. Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt. So ganz werde ich noch nicht schlau daraus, wann wir angegriffen werden. Aber ich hoffe, hier ist jetzt kein weiterer Hai. Da steht Open dran, also. Sollte das ein Händler sein? Boah, Alter. Ich hab mich fast eingenässt hier, ey. Mann. Eine Händlerin. Hallo? Du hast aber ein schickes Kleid an.
Klicke auf das Objekt, um es. So. Hey. What do you want in exchange? Ah, okay. Alternative Gewehrsicht. Was verkaufen wir noch? Unterwasserroller. Nice. Bauplan. Bodenfliese, Tapete, Farbe. Antibiotika. Elektronische Teile. Also Kaliber 50 Munition bin ich, glaube ich. Kann die Geschwindigkeit erhöhen. Das klingt ja interessant. Kampfmesser, Angelrute, antike Steinschlosspistole, Batterie. Was will sie denn dafür haben? Not enough. Great stuff. Was ist die Wert? 100. Fine, we can have a deal. Ah, deal. So, was hast du denn noch? Farbe, Bodenfliese, nö. Was könnten wir denn noch von ihr handeln? Wird zur Herstellung von Munition, Gasproduktion und mehr, okay. Es erkennt alles Metallische. Interessant. Denke ich. Antibiotika. Ich weiß nicht, ob ich sowas brauche, ne? Lungenfunktionsbooster. Nee. Das finde ich noch cool. Get lost. Ist ja gut, ist ja gut. Dann eben nicht. I need more than that. Get lost. Okay, für 100 gibt es mir nicht so viel, ne? Du bist ganz schön gierig, Jungfrau. Deine restlichen Baupläne will ich nicht. Kampfmesser will ich auch nicht. Angel kann ich mir herstellen. Okay, 4 von den Dingern würde sie mir geben. Handelsposten neutral. Nö, reicht. Das können wir verwenden. Bauen. Verstärktes Fundament, okay. Da brauche ich dann Eisenbarren. Aber ich denke, wir müssen erstmal unsere Werkbank, unsere Forschungsstation ausbauen. Schickes Kleid hat sie an. Hätte ich auch gern. So ein schickes Kleid. Naja, gut. Hat wohl keinen Nutzen für uns. Oh, was haben wir denn hier? Ja, sag mal Dankeschön, ne? Wenn das schon hier rumliegt, nehmen wir das auch mit. Da freut sie sich bestimmt, wenn wir hier für sie aufräumen. Ich jetzt mal.
Ich glaube, das stört sich nicht. Hier quasi nur neuen Wohnraum, wo sie sich dann weiter ausbreiten kann. Ich wundert aber. Ja, das stimmt. Ich habe eine Hose. Ich habe eine Hose. Leute, wir haben eine Hose. Ja. Jetzt werden wir endlich ernst genommen in dieser Welt. Hat die gerade gesagt, Leute nehmen heutzutage alles, was sie wollen? Damit hat sie aber nicht uns gemeint, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ach, da hinter dem Baum liegt Schrott. Okay. Da sind noch Reifen. Nehmen wir auch mit. Dum, 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 dum. Haben wir jetzt hier alles durchsucht? Ich denke schon. Da waren wir drin. Okay, wir haben eine Hose und ganz viel Eisen. Ich würde aber sagen. Oh, noch eine Mülltonne. Wir gönnen uns hier mal so ein Schokoriegel. Ihr der Einzige und eine Coca. Wie heißt das? Ein Softdrink. Wollen ja hier keine Marken nennen. Hast du schon? Na egal. This is not sponsored content. Bei irgendeinem Getränkehersteller. Hersteller, Mann. Aber ich wäre bereit. Also. Ich nehme auch Sponsoring von dem Softdrink-Hersteller an. Vorausgesetzt, ich bekomme auch lebenslang kostenlose Lieferung. Oh Gott, ich muss hier raus. Dann lasst uns doch mal eben mit den Fischen reden. Ihr Süßen, kommt doch mal hier. Let's have a chat. Was? Mutantensiedlung? What? Da auf dem Pillar oder was? Komm her. Komm doch her. Ich brauche Fischi. Ist das die Mutantensiedlung? Ich nehme ja nicht an, dass die unter Wasser leben. Man könnte sagen, die sind ja Mutanten. Hier gerne noch mal ins Untergeschoss. Da haben wir noch ein bisschen Schrott. Eins.
den Stress. Und wieder runter. Kiste. Okay, die Erdbeersamen lassen wir mal hier. So. Können das noch da reinmachen? Und ich da auch bereit wäre, das wegzuschmeißen. Die Fackel. Ich möchte jetzt eigentlich nicht diese große Kiste hier. Oh Gott. Okay, okay, halt. Das nehmen wir mit. Oh Gott, ich ertrinke gleich. Weil ich mich. Ich muss raus. Kann ich Sachen in die Kiste legen? Mal angenommen. Was denn? Ich weiß auch nicht. Ich will nur mal sehen, ob ich was da reinlegen kann. Dekoratives Schwert. Das nehme ich mit. Die lasse ich nicht hier. Lass mal das Benzin erstmal hier. Das können wir dann gleich noch holen. So. Dann ein bisschen hier rüber. Und nach Hause. Oh Mann. Alles sehr aufregend, alles sehr aufregend. Ich nehme an, von den Mutanten werden wir auch die ganze Zeit angegriffen, ne? Immer mehr Bäume wachsen. Bin ich schon froh, dass wir hier einen kleinen Tanne hier wieder haben. Sieht da nicht mehr ganz so traurig aus. Vielleicht wird das auch mal ein Baum. Vielleicht. So, das ist auf jeden Fall. Warte, warte, wie man das mit Taschen leer. Das haben wir jetzt schon zweimal. Deko. Deko. Verkaufen. Verkaufen. Ja, damit hätte ich mir natürlich auch Licht machen können, ne? Hätte ich. Habe ich aber nicht. Okay. Das hat doch nicht immer fallen. Ich brauche noch eine Kiste, das gibt's doch gar nicht. Habe ich. Ja, habe ich noch. Nee, da. Da. Bauen. Jetzt mal folgendes, wir nehmen jetzt einfach mal das raus. Und dann machen wir hier unsere Eisenschrotttruhe. Das sieht ja mittlerweile richtig rich da. So, dann machen wir den Grill an. Samen weg. Okay, jetzt können wir draußen unseren Busch fällen.
keiner mehr runtergefallen? Hm, anscheinend nicht. Pilze. Lecker Pilze. Holz, Holz, Holz. Erdbeeren, sehr schön. Man sich freut, ne? Ja, wie gesagt, wenn ich neu anfangen würde, würde ich wahrscheinlich direkt aus Eisen bauen. Weil man da relativ schnell dran kommt. Und ich würde mir auch das Holz, ich würde die Bäume nicht mehr fällen. Ich würde die Bäume stehen lassen. Einfach damit die Insel hübscher bleibt. Aber ist jetzt so. Müssen wir halt mit leben. Ist doch so eine hübsche Insel. Aber sie war vorher hübscher. Ich habe keinen Samen bekommen. Einen Regenwurm habe ich. So, das können wir direkt essen. Und dann... Nee, nicht den Pilz, sondern den Fisch. Hier aus Pilzen und Erdbeeren kann ich irgendwas machen. Deswegen behalte ich den noch. So. Kohle noch weg. Holz behalte ich in der Tasche. Da könnten wir vielleicht auch mal einen zweiten bauen. Aber... Ah, nee. Ich würde gerne da draußen auch Metall machen. Muss ich jetzt hier warten, bis das ausgewachsen ist. Aber da könnten wir schon mal aus Metall machen. Wir haben ja so viel Metall. Hammer. Dann, weiß jetzt nicht mehr, wie viel das war. Moment. Ich glaube, das Fleisch ist fertig. Einmal nehmen und einmal draufschmeißen. So, dann reißen wir das hier ab. Ja. Oh. Ich bin nicht runtergefallen. Die Leiter, komme ich da so dran? Nee. Ach, die bleibt stehen, die Leiter. Cool. So. Und dann bauen wir die wieder auf. Oh oh. Das ist nicht so gut. Nein. Habe ich genug für eine Holzleiter? Habe ich, okay. Dann kann ich das noch bauen. Ah, ich hätte die in die Mitte machen sollen. Ach, guck mal, jetzt können wir auch Treppen bauen. Ah. 5000? Echt? Wie lang ist denn die? Nicht so lang. Und irgendwie snappt die hier nicht. Hm. Die snappt nicht.
Okay, das ist jetzt nicht so schön. Das war vorher schöner. Ach nee, muss ja noch zwei machen. Und die eine machen wir dann gleich, wenn der Busch da fertig ist. Dann machen wir da auch noch ein Metall draus. Was kosten denn 12 Holz und 2 Stoff? Zwei neue Beete. Natürlich jetzt nicht dahin. Vielleicht mal ein bisschen weg vom Rand. So. Den haben wir erstmal wieder weg. Samen. Machen wir noch mal eine Fuhre Holz. Ja, komm. Es sieht auch so cool aus, wenn da die Dinger sind. Ja, das wieder weg. Essen nehmen. Türe zu. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.